Hallöchen! Ja, ich habe eine kleine Probe ausprobiert und zwar von Schönenberger Naturkosmetik Pflegeshampoo Bio Granatapfel. Dieses hier. Ich habe es zu zwei Dritteln leer gemacht bereits. Es ist recht ergiebig. Ich habe es also einige Male benutzt und ist für die tägliche Pflege geeignet und ich habe es auch täglich angewendet. Daher alles schon mal okay. Versuchsbedingungen optimal. Hat funktioniert. Es reinigt mein Haar sehr gut. Das hat mir gefallen. Mein Haar sieht nicht fettig aus. Es fühlt sich in Ordnung an. Leicht austrocknenden Effekt hat es, aber das habe ich bei Naturkosmetik-Shampoos fast immer. Die Kennbarkeit ist etwas schlechter als mittelmäßig, würde ich behaupten wollen. Aber soweit alles in Ordnung, kann man mit leben. Es riecht okay, es riecht in Ordnung, es ist halt Granatapfel. Ist okay. Kann man nicht meckern. Könnte ich mir sogar vorstellen, ihn groß zu kaufen. Das ist okay. Aber mein Haar hat keine Sprungkraft. Guckt euch die Frisur an. Das ist doch scheiße. Ich muss ganz dringend zum Friseur und die neu durchstufen lassen. Definitiv. Die Haare sind, ich weiß noch nicht, ob ich sie jetzt wieder lang wachsen lasse, aber sie haben nicht so wirklich mehr einen Schnitt. Und gut, da kann das Shampoo jetzt auch nichts für. Ich habe aber das Gefühl, dass seitdem ich es benutze, die Haare noch mehr hängen und nicht so den Push-Up-Effekt haben, um es so zu sagen. Daher für mich leider nicht so geeignet. Für normale Haare, die nicht jetzt so das Problem wie meine haben, dass sie schnell hängen und was und immer, denke ich, ist es in Ordnung. Mir hat es an sich gefallen. Es ist auch recht ergiebig, obwohl die Konsistenz etwas sehr flüssig ist. Aber es riecht gut, Naturkosmetikprodukt. Somit okay für mich. Leicht austrocknender Effekt ist auch in Ordnung. Aber insgesamt, das Haarbild gefällt mir leider bei mir jetzt nicht so. Ich weiß nicht, kann auch mit am Schnitt liegen. Also bei mir hat es leider, meine Haare kommen da irgendwie nicht so ganz gut drauf klar. Ich weiß nicht. Sieht zwar in Ordnung aus, glänzen auch schön, aber nein. Für mich leider nicht, weil die Sprungkraft dann einfach fehlt vom Haar. Habt ihr es schon ausprobiert? Habt ihr es schon mal getestet? Wenn ja, schreibt es mir mal in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!